118-770 auf der Scheibe in Chemnitz-Hilbersdorf. Es ist die Dicke aus Babelsberg. So nennen die Glauchauer Eisenbahnfreunde liebevoll ihre V180. Beschriftet mit der alten EDV-Nummer ist die Lok vor Museums-, aber auch noch vor planmäßigen Güterzügen im Einsatz. Hier ist es ein Fotopersonenzug im Stil der DDR-Reichsbahn der 70er Jahre. Unterwegs ist er im Erzgebirge. Einfahrt in den Bahnhof Bolkenstein. Die V180 ist die größte Diesellok, die in der DDR gebaut worden ist. Die dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive erreichte in mehreren Bauserien von 1963 bis 1970 eine Stückzahl von 384 Maschinen. Gedacht war sie zur Ablösung verschiedener Dampflokbaureihen. In einigen Bereichen wurde diese auch erreicht, doch oft blieb es beim Mischbetrieb oder solchen Zugkompositionen. Die Entstehung der V180 fiel in die Zeit des Kalten Krieges zwischen den damaligen Machtblöcken. So sah man in der DDR in ihr den Leistungsbeweis der Volkswirtschaft und damit des Systems. Im Westen hingegen hielt man sie für einen schlechten Abklatsch der legendären V200. Weder die eine noch die andere Aussage ist heute so zu bewerten. Bleiben wir bei 118-770, die jetzt an alte Güterzugzeiten erinnert. Auch in dieser Traktionsart war die Großdiesellok lange heimisch. Das BW Weimar, heute ein Eisenbahnmuseum, Heimat für viele Veteranen aus vergangenen Tagen. Vereint stehen die Großdieselloks der ehemaligen Reichsbahn Seite an Seite. Nicht fehlen darf natürlich die V180. Gleich zwei von ihnen sind vertreten. Lokführer Sven Kullmann hat die V180 noch gefahren. Für ihn das Mädchen für alles. Man konnte sie halt überall antreffen. Dann Nebenbahn, Hauptbahn, VD-Zügen, Personenzügen, Güterzügen. Für allen. Die war ich für alles da. Es hat alles gefahren, was auf der Schiene zu bewegen war. In den ersten Jahren standen sogar hochwertige Dienste wie D- oder Interzonenzüge auf den Plänen. An diese Zeit wird hier auf der Berliner Stadtbahn erinnert. Auch der schwere Güterzugdienst gehörte dazu. Zu zweit mühen sich diese beiden Maschinen. ...1998 endete der aktive Dienst bei der DB. Für viele Lokführer in den neuen Bundesländern ein herber Verlust. Sie fanden ihre V180... besser wie manche neue Lok. Weil es ja, in so einer Lok steckt noch Leben drin. Und wenn man sie jetzt so sieht und es steht hier, also man kann sich das halt nicht vorstellen.
von dem D-Zug ist da schon was, wenn man dann damit fährt und man kann sie erleben. Das ist schon was anderes, als wenn sie jetzt hier steht und ja, man sieht halt nur, wie sie hier, es ist halt in dem Sinne kein Leben mehr drin. Der aktive Lebenslauf beginnt mit der Vorstellung auf der Leipziger Herbstmesse 1962. Zusammen mit anderen sozialistischen Errungenschaften wird V180-004 vorgestellt. Eine von vier Baumustern, die ab 1959 entstanden sind. 1963 beginnt dann die Vorserienproduktion. Ein Reichsbahnfilm berichtet. Aber auch im Reisezugdienst verdrängen die modernen Diesellokomotiven aus Babelsberg die alten Dampfloks von den Schienenwegen. Hier die 1800 PS Diesellok V180 auf dem Berliner Außenring. Diese Drehgestelllokomotive wird in der Achsanordnung BB und für den Einsatz auf Nebenstrecken auch mit der Achsanordnung CC geliefert. Sie ist ausschließlich für den Streckendienst bestimmt und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Mit der neuesten Ausführung der V180 können 160 Stundenkilometer gefahren werden. Die V180 hat zwei Endführerstände und wird in der Normalausführung von zwei aufgeladenen Viertakt-Dieselmotoren mit insgesamt 1800 PS Dauerleistung angetrieben. Die Antriebsleistung des Motors wird über eine drehelastische Kupplung und eine Gelenkwelle auf das Strömungsgetriebe übertragen und wirkt von hier über Achsgetriebe auf die Treibradsätze. Die Hauptaggregate, die Motoren, Strömungsgetriebe und Kühlsysteme und deren Hauptbauteile wurden so konstruiert, dass sie im Baukastensystem auch für die kleinere Diesellokomotive V100 und den neuen Schnelltriebwagen aus Görlitz verwendet werden können. Schnell eroberten die neuen Maschinen die Gleise. Anzutreffen sind sie bald in allen Direktionen der Reichsbahn. Heute Mittag vor der Lokmontage des Karl-Marx-Werkes in Potsdam-Babelsberg. Eine historische Etappe dieses bekannten Großbetriebes unserer Republik geht in dieser Stunde zu Ende. Die letzte Großdiesellok vom Typ V180 verlässt das Werk. Das war 1970, als 118-403 als letzte das Lokomotivwerk Karl-Marx in Babelsberg verließ. Über 11 Jahre lang entstand im ehemaligen Ohrenstein- und Koppelwerk in Babelsberg die V180. Technisch war sie auf dem Stand der Zeit. Für die damals fast ausnahmslos dampfbeheizten Wagen verfügt sie über einen Dampfkessel. Zwei 12-Zylinder-Dieselmotoren der Bauart 12KVD vom VEB Motorenwerk Johannisthal leisten in der ersten Bauserie zusammen 1800 PS. Der zweiten Serie dann 2000 PS. Von Anfang an legt man großen Wert auf die Wartungsfreundlichkeit. Alle wichtigen Aggregate sind im Maschinenraum leicht zugänglich. Anfangs zwingen Kinderkrankheiten die neuen Lokomotiven in die Werkstätten. Oft sind es Motorschäden, die auf Überlastung, aber auch auf mangelnde Qualität zurückzuführen sind. So richtig bahnfest werden die Motore aus Johannisthal erst nach Jahren. In ihrer Betriebszeit erhielt die mittlerweile als Baureihe 118 bezeichnete Lok etliche Überarbeitungen. Neben neuen Strömungsgetrieben heimischer Bauart war die Nachrüstung mit stärkeren Motoren am gravierendsten. Mit jetzt 1000 PS Leistung wird aus der 118.0 die 118.5.
Doch das Motorenwerk in Berlin-Johannisthal kommt in Lieferschwierigkeiten. Man spricht schon von der Motorenkrise. So zieht sich die Umrüstung auf Jahre hin. Noch bis weit in die 80er Jahre sind 118.0 unterwegs. Hier in Velten bei Berlin. Anfang der 70er Jahre wird mit dem Erscheinen der Baureihen 130, 132 die V180 aus den hochwertigen Diensten verdrängt. Der Nahverkehr wird nun zum Haupterwerb. Legendär sind die Einsätze vor den Zügen zwischen Potsdam und Berlin-Wannsee. Die Verbindung wurde im Januar 1990 als eine der ersten zwischen dem damaligen West-Berlin und dem Umland eingerichtet. Im Einsatz bis April 1992 zur Wiederinbetriebnahme der S-Bahn. Zu den V180-Hochburgen zählt das BW Brandenburg an der Havel. Beheimatet ist hier überwiegend die sechsachsige Variante, die ab 1966 auf die Gleise kommt. Ausgeliefert als V180.2 bis 4 mit zweimal 1000 PS. 1970 wird sie zur 118. Ab 1972 beginnt der Umbau auf zweimal 1200 PS. Erkennbar unter der neuen Bezeichnung 118.6 bis 8. Die dritte Änderung dann ab Januar 1992. Nach dem gemeinsamen Nummernplan von DB und DR wird die Dicke aus Babelsberg in die Baureihe 228 eingeordnet. Unterwegs sind die Brandenburger Maschinen im leichten Güterzugdienst und im Nahverkehr. Oft auf der Magistrale Berlin-Magdeburg. Mit der Elektrifizierung enden die Einsätze. Mit der letzten V180 endete auch der Bau von Großdieselloks in der DDR. Zwar gab es 1965 noch diesen Prototypen der neuen Baureihe V240 mit zweimal 1200 PS. Doch die DDR musste ab 1970 im Rahmen der gegenseitigen Wirtschaftshilfe im Ostblock den Bau von Dieselloks mit über 2000 PS einstellen. Die DDR war nun gezwungen, stärkere Maschinen aus Rumänien oder aus der Sowjetunion einzuführen. V240-001 zeigt sich heute äußerlich wieder im Ablieferungszustand. Im BW Dresden-Altstadt wird sie als Museumslok erhalten.
Eine weitere Hochburg ist Thüringen. In Arnstadt rollt 228/786 zur Tankstelle. Rund 3.700 Liter Diesel passen in den Tank der V180. Aber nicht nur Diesel wird nachgetankt. Für die Dampfheizung gibt es auch einen beachtlichen Vorrat an Wasser. Liter Diesel sind nachgetankt. Nicht viel bei ihrem Tankvolumen. Doch der Verbrauch ist groß. Etwa 6 bis 8 Liter pro Kilometer sind es im Durchschnitt. Mit dem Ende der DDR beginnt auch das Ende für die V180. Drastisch geht das Verkehrsaufkommen zurück. Die Dicke aus Babelsberg wird zum Auslaufmodell. Zuerst die 4- und dann die 6-Achser. Übrig bleiben die mit den jüngsten Fristen und welche mit Steilstreckenzulassung. Der Thüringer Wald wird zum letzten Rückzugsgebiet. Die 6-Achser mit ihren nur knapp 16 Tonnen Achslast hatten sich hier schon ab den 70er Jahren bestens bewährt. Bereitgestellt ist ein Zug Arnstadt-Plaue-Ilmenau-Schleusingen-Thema. Seit 1971 ist die V180 auf diesen Strecken zu Hause. Der hochliegende Führerstand ist einfach gestaltet. Alle Bedienelemente sind für den Lokführer im Sitzen erreichbar. Die Steuerung erfolgt in 6 Fahrstufen über dieses Handrad. Alle Varianten der V180 sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zugelassen. Auf den Steilstrecken im Thüringer Wald wird natürlich deutlich langsamer gefahren. Neben Doppelstockzügen hängen auch BGHW-Wagen am Haken. Bei Schmiedefeld müht sich 228/749 in der Steigung. Schon 1991 wird die Unterhaltung ausgesetzt. Doch noch sind die Dicken aus Babelsberg im Thüringer Wald unverzichtbar. Daraufhin werden 1994 im ehemaligen RAW Chemnitz 6 Maschinen hauptuntersucht. Weitere sind vorgesehen, fahren aber nur noch ihre Restfristen ab. Zusteigehalt in Marnebach.
Auch 228-749 gehört zu den hauptuntersuchten Maschinen. Im Frühling 1995 ist auch sie am Rennsteig unterwegs. Aber nicht nur im Thüringer Wald sind die Großdieselloks unterwegs. Die Leistungen von Nordhausen nach Nordheim bringen die Reichsbahnmaschinen auch auf ehemaliges Bundesbahnterritorium. Auch die Strecke entlang des Südharzes hat einige Steigungsabschnitte, die es in sich haben. Besonders die Solling-Rampe fordert. Durchfahrt in Elrich, einst Grenzstation für den Güterverkehr. Der 228-788 hat den Zug von Nordhausen nach Nordheim gebracht. Auch diese Maschine ist zu diesem Zeitpunkt frisch hauptuntersucht. Der Zug ist auf dem Rückweg, am Haken Wagen in den neuen Regionalbahnfarben Mint-Türkis-Lichtgrau. Bis zum kleinen Fahrplanwechsel im Mai 1995 bespannen die 228 des BW Nordhausen die Regionalzüge nach Nordheim und wieder zurück. Zusteigehalt in Woffleben. Abschied in Schmiedefeld in Thüringen.
Am 27. Mai 1995 wird der letzte Zug mit einer 228 mit Maigrün geschmückt. Fortan bedienen 213er mit Wendezügen die Strecke. Auf dem Nebengleis überholt der Eilzug Thema Erfurt. Dann ist der Abschiedszug unterwegs. Im Nebel erklimmt er die südliche Rennsteigrampe. Zum letzten Mal sollten die Motore einer V180 planmäßig im Thüringer Wald heulen. Einfahrt in den Bahnhof Stützerbach. Der Abschied von der V180 währte nicht lange. Probleme mit der 213 bringen die Reichsbahn-Dieselloks zu Aushilfsdiensten wieder an den Rennsteig zurück. Im Mai 1997 wird der Personenverkehr auf der Strecke Suhl-Schleusingen abbestellt. Damit endeten auch die Einsätze der 228. Nach und nach verschwanden sie jetzt endgültig von DB-Gleisen. 1998 fuhren die letzten. Der weitere Verlauf ist bekannt. Die Babelsberger Maschinen werden im großen Stile verschrottet. Meistens da, wo sie ausgemustert wurden, oder in Espenhain, wo diese Aufnahmen entstanden. Auch im ehemaligen RAW Chemnitz waren die Schneidbrenner bei der Arbeit. Nicht mehr viel ist von 228-727 zu erkennen. In handliche Stücke ist der einstige Stolz der Reichsbahn zerlegt. Ein trauriger Anblick. Doch nicht alle gehen den Weg des Alteisens. Viele kommen bei Privatbahnen unter. Vier Maschinen rollen bis nach Bayern zur Regentalbahn. Hinter der D05 verbirgt sich V180-119, heute bei ETL als 118-001 unterwegs. In Kötzting rollt die Dicke aus Babelsberg vor den nächsten Personenzug nach Cham. Bis in die späten 90er Jahre stand die Baureihe V180 bei der Regentalbahn im Einsatz. Eine Maschine wurde verschrottet, die anderen drei weiterverkauft. Thank you.
Die D06 hat noch ihre alte Farbgebung. Als 118-552 fuhr sie bei der Reichsbahn. Auch diese Maschine wurde an ITL weiterverkauft. Gut besetzte Personenzüge gab es bei der Regentalbahn, schwere Güterzüge dagegen bei den Leunawerken. Anfang 1969 lieferte der VEB-Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg 5 leicht modifizierte V180 direkt an das damalige VEB-Leunawerk Walter Ulbricht. Gedacht für den Betrieb auf der Anschlussbahn und für den Kohleverkehr aus der Grube im Geiseltal. . 1993 endete der Kohleverkehr aus dem Geiseltal. Schrittweise erfolgt die Abstellung. 2 Maschinen wurden an die Karsdorfer Eisenbahn verkauft. Übrig bleiben Lok 204 und 205, die 1996-97 außer Betrieb gehen. Hier die 205, Mitte der 90er Jahre. Doch die Zeit der letzten beiden Leunermaschinen ist noch nicht abgelaufen. 2002 werden in den Regentalbahn-Fahrzeugwerkstätten im sächsischen Neumark beide grundlegend modernisiert. Ab Mitte 2003 sind die Loks wieder betriebsbereit. Neu ist auch die Farbgebung, die gleichzeitig für das Unternehmen Infra-Leuner wirbt. Völlig umgestaltet ist der Führertisch. Moderne Technik in einer alten Lokomotive. Herzstück sind aber die neuen Caterpillar-Motoren mit 2x1500 Pferdestärken. Die Leistungssteigerung erinnert an 118-405, die 1978 auf 3000 PS mit Motoren aus Berlin-Johannisthal aufgerüstet, später aber wieder zurückgebaut wurde. Der Leiter der Anschlussbahn von Infra-Leuner, Matthias Schrecker, kennt die Geschichte seiner V180 genau. Obwohl sie so alt ist, ist sie ja wiederum zu einem zweiten Leben erweckt worden. Anfang der Jahr 2002/2003 ist die Lokomotive grundlegend modernisiert worden und auf die heutigen Ansprüche aufgearbeitet worden und fährt heute noch ganz regelmäßig bei uns im Leistungsverkehr auf den Strecken der DB, aber auch im Übergabeverkehr zwischen unserem Standort und dem Bahnhof Großkopeta. Und sie erfüllt dabei täglich ihre Aufgaben ohne jegliche Beanstandung. Trotz der Fahrzeugneuanschaffungen bei Infra-Leuner sind die beiden Reco V180 unverzichtbar. Die Modernisierung hat immerhin 1,5 Millionen Euro pro Lok gekostet. Matthias Schrecker kennt den Umfang. Die Innereien im Grunde genommen der Lokomotive wurden vom Grundsatz her komplett erneuert, neue Motoren aufgebaut, die Leistungselektronik wurde neu aufgebaut, die Getriebe wurden geändert. All diese Dinge, um aus einer alten Lokomotive, die ja in ihrer Leistungsfähigkeit auch anders ausgelegt war ursprünglich, als sie heute in der Leistungsfähigkeit bestimmt ist, auf diesen Stand zu bringen. Die Modernisierung scheint gelungen. Alles, was heute für den Betrieb notwendig ist, gehört zur Ausrüstung.
Lok 205 rangiert vor die nächste Übergabe. Lokführer Silvio Sturm hat nicht das Gefühl, eine Museumslok zu steuern. Das große Handrad für die Fahrstufen ist durch einen Joystick ersetzt. Das ist alles das Neumodische oder Teilregenerierte. Ja, das ist hier das fürs Gas, das ist die Zugbremse, das ist die Lokbremse, ist halt ein bisschen einfacher. Also die Fahrstufen brauchen Sie jetzt nicht mehr einzeln zu bestimmen? Das kann ich hier mit diesem kleinen Joystick. Also immer nach vorne. Genau, nach vorne und nach hinten. Die nächsten Jahre sind für die beiden Reko V180 von Infraleuna gesichert. Wir setzen weiterhin auf diese Lokomotiven, weil sie hat in den letzten Jahren ihre Zuverlässigkeit bewiesen und ihre Leistungsfähigkeit. Und wir haben daher keinen unmittelbaren Anlass, da irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Die Übergabe ist fertig und darf jetzt abfahren. Beinahe schon leichtfüßig wird der Zug in Fahrt gebracht. Immerhin 3000 PS stehen zur Verfügung. Äußerlich kommt die Maschine eher als Werbelok daher. Trotzdem bleibt und ist sie die Dicke aus Babelsberg. Aber nicht nur im Übergabeverkehr sind die beiden Infraleuner-Loks unterwegs. Regelmäßig fahren sie lange, schwere Kesselwagenzüge nach Saalfeld oder nach Zeitz. Etliche Maschinen kamen nach ihrer Ausmusterung bei privaten Eisenbahnunternehmen unter, wo sie zum Teil noch heute im Einsatz stehen. Gleich drei sind es bei ITL in Dresden. Im Firmengrün rollt 118001 durch Großkorbeta. Zwei V180 gehören der westfälischen Almetalbahn. Lok 25 der WAB rangiert in Deuna. Es ist die ehemalige 118-719, die hier unterwegs ist. Auch diese V180 ist grundlegend modernisiert worden. Lokführer Bernd Schöpke ist mit seiner Maschine zufrieden.
Ja, das Besondere bei der Lokomotive ist eben, dass sie jetzt nicht die Originalmotoren mehr drin hat, sondern sie hat jetzt zwei Caterpillar-Motoren drin mit jeweils 1500 PS, also 3000 PS insgesamt. Und zu Anfang mochte die Maschine gar nicht, aber jetzt mittlerweile lernt die schätzen eben. Also die hat uns, also ich bin mit der noch nicht liegen geblieben, sie hat zwei Maschinen, ne? Und sie zieht ganz schön. Ne? Lok 25 ist heute Unterstützung für diese beiden WAB-Holzroller. Ortswechsel nach Schkopau ins ehemalige Bunawerk. Die Anschlussbahn des Werkes wird heute von der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft betrieben. Viele alte Bekannte aus DDR-Zeiten sind hier unterwegs. Auf dem Firmengelände gibt es dieses kleine Bahnbetriebswerk. In der Halle stehen alt und neu Seite an Seite. Eine MAK 1206 rollt ins Freie. ...1968 erhält Buna vier fabrikneue V180. Drei davon gibt es noch und weitere drei kommen 1998-99 dazu. Sie gehören zu denen, die 1994 noch eine Hauptuntersuchung erhalten hatten und die wir heute alle schon im Thüringer Wald gesehen haben. So verbirgt sich hinter der 206 die 228-748. Lok 201 ist mit einer Übergabe unterwegs. Diese Maschine ist heute nicht mehr betriebsfähig. Die letzte betriebsfähige MEG V180 war die Lok 206. Im Juni 2010 sind die Fristen abgelaufen. Zu ihren Standardleistungen gehörten die Schrottzüge zwischen Böhlen und Espenhain.
Eine starke Lok für schwere Züge oder mehr ein Mädchen für alles? Es ist wohl beides zutreffend, denn in fast allen Betriebssituationen hat die Großdiesellok ihre Leistungsfähigkeit bewiesen und das macht sie noch heute, über 12 Jahre nach ihrem Ausscheiden bei der Großen Bahn. Zudem hat die V180 ein formschönes Erscheinungsbild. Allerdings lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Bundesbahn V200 nicht leugnen. In Espenhain wird rangiert. Wenig später ist Lok 206 wieder auf Strecke. Ihre beste Zeit erlebt die V180 in den 70er Jahren. Bis zum Erscheinen der russischen Konkurrenz ist sie das Zugpferd im hochwertigen Reisezugdienst der DDR. Die V180 ist das Sinnbild einer sich modernisierenden deutschen Reichsbahn gewesen und hat heute schon einen Ehrenplatz unter den deutschen Lokomotiven.